Passiert doch jedem von uns, dass wir einfach Phasen haben, wo wir einfach keinen Bock auf den Tag haben. Jeder hat mal ein Tief. Auch wenn du dich vielleicht vergleichst, genug Influencer zeigen immer nur ihre besten Seiten. Man hat das Gefühl, bei den anderen läuft immer alles bestens und ich immer mit meinen Depris. Die Influencer da draußen und auch hier auf YouTube zeigen nicht ihre schlechten Seiten und die wenigsten, es gibt auch welche. Aber die wenigsten zeigen ihre Tiefs, die wenigsten zeigen ihre Beziehungsprobleme, ihre Geldprobleme, ihre emotionalen Probleme, ihre Familienprobleme. Du bist keine Ausnahme, wenn du ein Tief hast und einfach keinen Bock hast, erfrischt und motiviert in den Tag zu starten. Es gibt eine Übung, eine kleine Übung, die werde ich mit dir teilen. Vielleicht kann sie dir helfen, den Tag besser durchzustehen. Dabei schaue ich in den Spiegel und spreche mit mir selber. Du bist genug. Du bist immer genug. So wie du bist. Wenn du daran zweifelst, ob du gut genug bist, dann nur, weil ich den Worten anderer mehr Macht gegeben habe. Verzeih mir dafür, dass ich dich so oft nicht gewertschätzt habe, nicht ernst genommen habe, dich verleugnet habe, nicht für dich da war. Verzeih mir, wenn ich dir viel zu viel aufgebürde. Du bist jederzeit wertvoll und würdig. Es gibt nichts, was du tun musst, was dich irgendwie wertvoller machen könnte. Egal, was auf deinem Weg noch alles auf dich zukommt. Ich bin für dich da. Wenn du das Gefühl hast, morgens, schon wenn du aufstehst, keinen Bock auf diesen Tag zu haben, weil schon wieder diese depressiven Gefühle und Gedanken, wieder die gleiche Leier, immer derselbe Stress. Wenn du den Autopilot in dir, das Nervensystem, das darauf getrimmt ist, erstmal nur das Negative zu sehen, nur zu leiden und einfach überhaupt keine Kraft, keine Energie, keine Motivation für den Alltag hat, dann müssen wir in den Autopiloten reingehen und das erstmal stoppen, dass jeden Tag dieselbe Leier sich abspielt in unserem Körper. Und wie kann man das schaffen? Indem du deinen Körper bewegst, mit einem Spaziergang zum Beispiel oder zu Hause leichte Übungen machen, wo du wirklich deinen Körper einfach in die Bewegung bringst. Umso starrer der Körper, desto starrer die Emotionen, die Gedanken und all das, was in dir drin ist. Bewege ich mich im Außen, bewegt sich auch was im Inneren. Weiterhin kannst du dann mit deinen Sinnen arbeiten. Jetzt hast du den Körper bewegt, jetzt mit deiner Nase. Gibt es Düfte, die für dich gut sind, wie zum Beispiel ätherische Öle, Weihrauch, Parfum, das, wo du sagst, boah, das riecht gut und das gibt mir das Gefühl von Geborgenheit, das gibt mir ein entspanntes Gefühl, das gibt mir ein frisches Gefühl. Dann füttere diesen Sinn. Es geht um verschiedene Reize zu bringen, um im Inneren mehr Motivation zu haben, das Leben im Außen gerne leben zu wollen. So veränderst du die Informationen in deinem Körper, dass alles scheiße ist, weil doch kleine Puzzle dazu kommen, dass es dann doch etwas Gutes gibt.